Hallihallo, willkommen zurück zu Skyrim. Weiter geht's. Wir haben ja den Weg in die Schaltzentrale gefunden. Gucken, was hier noch so Schönes ist. Hier war man mir noch gar nicht. Gucken, ob hier überhaupt irgendwas ist. Außer vielleicht ein paar Gegner. Nichts zu sehen. Ohr, Gold, Gift. Können wir mitnehmen? Und du. Welche Taste? Da ist nix. Blasenpilz, ja, warum nicht eine Ohrgold? Gift, stoppt die Blitze, passt auch noch rein, wunderbar. Fallgold, Gold, ja, brauchen wir nicht. Golderz braucht man nicht, wir brauchen keine Goldrüstung. Staubin, aktiviere automatische Verteidigungsanlagen. Guck einer an, Prügel seltsam Mammutstoßzahn, okay. Gewicht 1 können wir mitnehmen. Gut, dass wir hingelaufen sind. Ja. Am Rad drehen? Ja, schade. Ihr seid letztlich. Bergenöl, ja, ist auch. Ach, Öl. Birnstein. Mitnehmen. Bergenöl für Alchemie. Kann vielleicht noch nützlich sein. Seelenstein. Nein. Öl nehmen wir gerne mit. So. Ach, eine Sphäre. Bereits eine Sphäre gesehen. Bergensphäre, Wemersphäre, so. Ist er ja. Hallo. Bolzen brauchen wir nicht. Ach, Bergenbolzen. Ach, mich doof. Ja, natürlich, klar, wiegen ja nix. Ja, lesen will gekonnt sein, ne? Ja. Nehmen wir hier. Gleicher. Ingemoos, ja. Leere Bolzen, Seelenstein. Der Platz im Hebel. Nö. Ein Hebel. Brauchen wir das nicht. Gucken wir mal weiter. Krug mit nichts drin. Ist neblig hier. Truhe. Gold, 200 Gold. Schuppenhelm, jo. Pfeilbogen, ne, Pfeil immer mit. Funkende Walten, starke Heilung, jo. Kommen wir jetzt hier raus? Wo kommen wir überhaupt raus? Ach, da unten müssen wir lang. Das wäre eine Truhe, ne? Ja. Ein Gold. Warum nicht so viel? Vergeilung. Ja, nehmen wir auch mit. Muss ich hier runterspringen oder was?
Das bin Mist. Ich habe Angst, ich will nicht. Da ist der Ausgang wohl scheinbar. Ja, dann gehen wir doch hier runter. Dann ist er fertig. Kommen wir jetzt hier raus. Aus Nihuanzel. Oh, wir kämpfen da. Oh, jetzt ist er da. Der Centurio. In die Verteidigungsanlagen jetzt. Machen Platz. Oh, das tat weh. Das tat bestimmt weh. Wo ich ihn jetzt hingehauen habe, das tat bestimmt weh. Weil Seelenstein, Rubin. Nicht viel, aber auch viel beachten lassen wir. Zweimal Öl. Den haben wir ja schon, genau. Das ist hier Palme, da kommt neuer dazu. Und natürlich kannst du jetzt alles nochmal abklappern, aber da habe ich ein bisschen viel. Das ist Blödsinn. Jetzt funktionieren ja die Verteidigungsanlagen wieder. Haben wir auch, ja, kann mich noch dran erinnern. 5 Minuten jetzt genau, damit kann man am schnellsten raus. Da war da oben, ne? Ja, genau da oben, da. Ja, Ausgangsstätte abgeschlossen. Da rein. Okay. Waffenkammer. Ja, dann gehen wir hier lang. Wenn der sagt hier lang, dann gehen wir hier lang. Ganz einfach. So. Gar nicht hier lang. Jetzt mal nach dem Pfeil, der da oben ist. Einfach mal lang. Ja, schon richtig zu sein. Eigentlich weiß der Weg immer uns denn richtig. Eigentlich. Moment. Okay, müssen wir noch nach oben gehen, ne? Da ist doch die Treppe. Oder der Aufgang. Aber hier nicht. Wir müssen echt ein bisschen komisch hier. In Skyrim. Nach raus. Mann. Wollte jetzt hier rauf, genau. Ist doch richtig, oder? Gehen wir einfach rauf. Ach, der ist er ja. Hallo. Wäre. Für Rüstung auf 64. Dankeschön. Bolzen, Granatstein und großer Seelenstein. So, haben wir die auch erledigt. Gehen wir wieder mal hoch hinaus. Ist hier richtig? Keine Ahnung. Ja, könnte richtig sein. Noch ein Gegner. Zwei Gegner. Sphären oder was? Oder Spinnen? Ach da, fallen mehr. So, haben wir das auch. Bisschen heilen. So, wir müssen da hin, da oben irgendwie hin. Hier geht nicht weiter. Ach, meine Sucherei hier, du Mann. Mir geht nicht weiter. Alles hier falsch. Ich mal so ganz spontan jetzt von aus. Wie war der Ausgang jetzt, ey? Mann. Jetzt noch höher. Da müssen wir ganz nach unten. Ach, hier ist er auch. Hier ist der Weg. Haben wir ihn gefunden. Ein bisschen verwirrend hier. Etwas verwirrend. Hopp.
Hüpf, krass, hüpf, hüpf. So, jetzt sind wir hier wieder raus. Sehr schön. Hui. Aletius, so. Ich schlafe noch ein bisschen. Hier war die schöne Spinne, genau. Doch. Da habe ich nur einen Weg. Da fliegen sogar die Knochen in die Gegend. Und noch einmal. So, wahrscheinlich hier lang, ne? Sieht gut aus. Haben wir das auch abgeschlossen? Sehr schön. Steck weg. Festung Unterstein. Ja, man ist fertig. Ausgrabungsstätte auch abgeschlossen. Sehr schön. Dann glaube ich nur drei Parts. Also schon ein bisschen. Da ist er ja, genau. Kalzelmo. Ist das in Ordnung mit euch? Ihr seht aus, als würde euch gleich schlecht werden. Nein, nein, alles gut. Ich habe das Tagebuch einer Expedition gefunden. Zeigt mal. Ah, also das ist Storbin zugestoßen. Tragisch. Aber ich hatte ihn gewarnt, dass er diese Leute in ihr Verderben führen würde. Leider ruht der Stein der Weisen manchmal auf dem Fundament des Todes. Ich werde seine Leute informieren. Hier, normalerweise bezahle ich Forscher für ihre Arbeit, wenn sie aus den Ruinen kommen. Aber sie brauchen es ja nicht mehr. Genau. Abgeschlossen, die verschollene Expedition. Ich habe Nimhe getötet. Warum ist die Spinne? Die große Spinne. Ich bin euch Ja, sehr genau. dankbar. Diese Spinne hat schon seit Monaten meine Ausgrabungen gestört. Wie versprochen ist hier der Schlüssel zum Dwemer-Museum. Genau. Passt auf die Ausstellungsstücke auf. Einige sind sehr zerbrechlich. Jetzt kommen wir da rein. Jetzt. Was? Oh, auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Das war doch hier, ne? Da oben war es, glaube ich, doch links. Weil wenn wir da rein wollten, wurden wir immer... Habe gehört, dass sie die Ja, Dämmerwache ja. Wurden wir zurückinstalliert von den Wachen ja haben. festgenommen. Papierjäger oder... Genau, das Fallenmachenbuch, das wollen wir ja haben. Übersetzungsbuch, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, fällt es mir bestimmt von den Augen. Hi. Wo ist denn das Buch? Übersetzungsbuch. Dieses Warten. Dieses unerträgliche Warten. Das ist schön, oder nicht? Eine Tür kommt bestimmt nicht rein. Gucken wir es mal weiter. Denn das haben wir 4.575 wert, aber 100 Gewicht. Erstmal alles verkaufen dann, ey. Dann könnte es vielleicht passen. Ah, hier ist auf. Aber da ist so. Ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Dann knackt man die beiden Tore hier. Gucken, alles verkaufen. Hammer, vielleicht auch noch mitnehmen. Aber ja, er hat mir so viel Kohle. Ich habe noch keinen Händler gesehen, der über 4.575 Gold hat. Naja, ist ja egal. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Skyrim. Ein Tschö mit Ö.